Manuel hat sich schon seit Wochen nicht mehr gemeldet. Warum findet er Snow einfach nicht? Er soll sie erledigen. Das kann doch nicht so schwer sein. Wenn er sich nicht bald meldet, werde ich jemand anderen engagieren. Der heutige Part beginnt wieder bei unserer bösen Königin Serena. Serena ist gerade dabei, hier ein Buch zu lesen, aber in Wahrheit kann sie sich überhaupt nicht darauf konzentrieren. Denn seit dem letzten Part wissen wir ja alle, Serena hat eine Mission. Sie möchte allein in diesem riesigen Haus hier leben. Und dabei stellt sie sich gar nicht so schlecht an. Immerhin leben sie jetzt nur noch zu dritt. Eben Serena, ihr Ehemann Jaden und dann noch ihr Stiefsohn Julian. Und den möchte sie natürlich auch noch loswerden. Sie wird jetzt erstmal zu ihrem Ehemann hingehen und ihn einmal liebevoll umarmen. Immerhin muss sie ihn ganz schön um den Finger wickeln, wenn sie möchte, dass er seinen eigenen Sohn für sie aus dem Haus wirft. Und eine Idee, wie sie das Ganze anstellen könnte, hat sie natürlich schon. Und zwar ist sie sich absolut sicher, dass sie es schaffen würde, dass Jaden seinen eigenen Sohn rauswirft, wenn die beiden ein eigenes Kind bekommen. Deshalb wird sie ihm jetzt einfach mal eine unglaubliche Geschichte erzählen und wird einfach sagen, Jaden, Schatz, du weißt doch, wir hatten ja vor kurzem ein Techtelmechtel. Und ich muss sagen, ich fühle mich gerade nicht so gut. Meinst du, es könnte damit zusammenhängen, dass ich möglicherweise schwanger bin? Und darauf küsst er sie. Also anscheinend wäre er absolut begeistert davon, wenn die beiden wirklich ein Kind erwarten würden. Ob das jetzt so ist, weiß ich natürlich nicht. Aber Serena wird jetzt einfach mal in ihr Badezimmer gehen und einen Schwangerschaftstest machen. Ihr wart euch ja in den Kommentaren tatsächlich überhaupt nicht einig, ob die beiden ein Kind bekommen sollen oder nicht. Deshalb dachte ich mir, ich überlasse das einfach mal dem Zufall. Und Serena ist nicht schwanger. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Serena weiß nun, dass sie nicht schwanger ist und das würde ja eigentlich bedeuten, dass ihr Plan nicht aufgeht. Aber wisst ihr, wer nicht weiß, dass sie nicht schwanger ist? Jaden. Deshalb wird sie jetzt einmal Schauspielen üben und sich auf die Lüge ihres Lebens vorbereiten. Schatz, ich habe gerade einen Test gemacht und ich kann es nicht glauben, aber ich bin wirklich schwanger. Bald werden wir unsere ganz eigene Familie haben. Und anscheinend freut sich Jaden über diese Neuigkeiten auch. Und noch viel wichtiger, er glaubt ihr. Und somit kann sie nun mit Schritt 2 ihres Plans beginnen. Sie muss Julian gegen sich, Jaden und vor allem gegen das ungeborene Baby, das eigentlich nicht existiert, aufbringen. Und wenig später sitzt die Familie hier am Tisch zusammen und isst zu Abend. Und ich finde, dieses Bild hier spricht schon mal Bände. Während Jaden und Serena hier drüben gesessen sind, hat Julian hier eindeutig Sicherheitsabstand eingenommen. Und da Jaden nun außer Hörweite ist, wird Serena jetzt einen Streit provozieren. Sie wird ihn einmal anbrüllen und wie wir sehen, er war schon vor ihrem Streit unheimlich wütend. Deshalb springt er natürlich sofort darauf an. Das ist schon fast viel zu einfach. Er lässt sich von ihr viel zu schnell provozieren und Jaden hört in der Küche natürlich alles mit. Und wird sich da jetzt einmal einmischen. Immerhin kann er nicht zulassen, dass sein eigener Sohn so über die Frau spricht, die sein ungeborenes Kind in ihrem Bauch trägt. Deshalb wird auch Jaden sich jetzt einmal einmischen und wird sich negativ über die mangelnde Disziplin von ihm äußern. Julian, Serena ist nun meine Frau. Du kannst nicht einfach so mit ihr sprechen. Wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Und Julian hat darauf absolut keinen Bock. Denn er weiß in Wahrheit so gut wie wir, Serena ist an allem schuld und nicht er. Und jetzt haben die beiden eine neue Familiendynamik. Schwierig. Einige Sims scheinen nicht miteinander klarzukommen. Dieses Gespräch sieht wirklich alles andere als gut aus. Ich glaube, es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis Jaden seinen Sohn rauswirft. Schreibt mir natürlich gern all eure Story-Vorschläge dafür in die Kommentare. Ich bin ganz ehrlich, das Leben mit den Zwillingen ist herausfordernder, als ich gedacht habe.
Sie weinen viel und wir schlafen wenig. Für mehr Erklärungen habe ich jetzt auch wirklich keine Zeit. Seht einfach selbst. Hier sind wir nun endlich bei unserer Snow, bei unserem Oliver und bei unseren Zwillingen. Wie ihr schon seht, es gab hier einige Veränderungen. Grundsätzlich habe ich mal dafür gesorgt, dass hier nicht mehr so viel Müll herumliegt. Hier haben wir nun sozusagen die Kinderecke. Also hier schlafen unsere beiden Jungs. Dann haben wir noch einen Teppich, eine Lampe und ein Kuscheltier. Und außerdem hat die Familie nun endlich ein kleines Badezimmer mit WC, Waschbecken, Spiegel, Badewanne, eben allem, was dazugehört. Aber nun stelle ich euch erstmal unsere Jungs näher vor. Unser erster Junge heißt Naveen Wyatt Parker und er wird von Snow von ganzem Herzen geliebt. Oh, wie süß! Den Namen Naveen hat nämlich die liebe Tarina vorgeschlagen. Um genau zu sein, hat sie Naveen und Zazu vorgeschlagen. Und beide sind Namen aus dem Disney-Universum. Naveen ist nämlich der Prinz bei Tiana, also bei Küss den Frosch. Und unser zweites Kind heißt Damon Zazu. Zazu ist übrigens der Vogel in König der Löwen. Und zu den Namen Wyatt und Damon hat mich Miriam inspiriert. Sie hat nämlich geschrieben, ich würde es schön finden, wenn du Snows und Olivers Kinder in Anlehnung an die 7 Zwerge benennen würdest. Zwerg Nummer 1 ist der Chef. Er ist der strenge und starke Anführer der Zwerge. Und der Name Wyatt bedeutet mutig und zäh, also perfekt für einen Anführer. Zwerg Nummer 2 ist Brummbär. Er ist sehr laut und immer schlecht gelaunt. Und der Name Damon bedeutet der Eroberer bzw. eine Person, die gezähmt werden muss. Und ich dachte, das passt dann ja ganz gut, wenn er immer ein bisschen launisch ist und sich möglicherweise gerne mit seinem Bruder und dem Rest der Familie anlegt. Und Snow hat jetzt einfach schon Level 3 der Erziehungsfähigkeit erreicht. Teil der Challenge für unsere Snow ist es ja, das Supermutterbestreben abzuschließen. Und hierfür müssen wir noch Level 4 der Erziehungsfähigkeit erreichen. Und dann müssen wir unsere Kinder auch noch 5-mal maßregeln. Das können wir auch schon sehr, sehr bald. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, Naveen und Damon werden heute schon zu Säuglingen. Den Geburtstag der beiden können wir dann eigentlich gleich mal feiern, sobald Oliver wieder da ist. Der ist nämlich gerade joggen gegangen. Immerhin arbeitet er jetzt ja als Polizist und muss eben schauen, dass er fit bleibt oder eigentlich fit wird. Ich weiß gar nicht, ob er seit seinem Schulabschluss Sport gemacht hat. Deshalb ist es jetzt definitiv an der Zeit, dass er wieder damit beginnt. Und Oliver ist wieder da, dann kann der Erstgeborene, unser Naveen, gleich mal Geburtstag haben. Alles Gute zum Geburtstag, Naveen! Und er wird ein 1, 2, 3 ruhiger Säugling. Diese Sims betrachten gerne ihre Umgebung, weinen weniger, werden nicht so schnell wütend und werden bei Aktivitäten nicht so schnell müde wie andere Säuglinge. Das klingt ganz nach einem Anführer. Und sobald er zum Säugling geworden ist, hat er gleich den Meilenstein-Lächeln freigeschaltet. Wie süß! Und nun heißt es auch alles Gute zum Geburtstag, Damon! Er wird ein gefühlsstarker Säugling, sehr emotional, leicht zu beschäftigen, dafür aber nur schwer zu beruhigen, wenn sie eine schlechte Laune haben. Und das klingt ganz nach unserem Grumpy. Und hier haben wir unseren kleinen Naveen. Ich habe bei den Outfits der beiden sehr darauf geachtet, dass sie öfter das Gleiche anhaben, einfach weil Snow und Oliver ja nicht unbedingt viel Geld haben und die Kinder deshalb vermutlich einfach nicht so viel Auswahl bei ihrer Kleidung haben. Und alles sieht auch ein bisschen zusammengewürfelt aus, weil sie es vermutlich secondhand gekauft haben. Nun ist der erste Geburtstag der Kleinen schon fast wieder vorbei und gefeiert haben sie den nur zu viert. Ich könnte mir vorstellen, dass vor allem Oliver deshalb ein bisschen traurig ist. Immerhin hat er ja eigentlich eine richtig große Familie. Bis vor kurzem hat er noch mit seiner Mutter Emilia, seinem Vater Terence und seiner kleinen Schwester Colleen zusammengelebt. Und nun hat er sich aber schon ewig bei keinem von ihnen gemeldet und all das nur wegen Serena. Aber natürlich hätte ich gern, dass Oliver seine Familie so bald wie möglich wieder sieht und dass die Kids ihre Großeltern wiedersehen.
Wie könnten wir das am besten machen, ohne dass Serena oder der Auftragskiller dann herausfinden, wo sich Snow und ihre Familie aufhält? Oder ist es dafür etwa schon zu spät? Ich habe die Schwester von Serena gefunden. Nun ist die Zeit gekommen. Ich werde ihr das Leben nehmen.